Das Mainzer Biopharmaunternehmen BioNTech und der US-Konzern Pfizer sollen 100 Millionen Impfstoffdosen gegen Covid-19 in die USA liefern. Dafür zahlt die US-Regierung 1,95 Milliarden US-Dollar, umgerechnet knapp 1,7 Milliarden Dollar. Später habe die Regierung die Möglichkeit, bis zu 500 Millionen weitere Dosen zu erwerben. Die beiden Unternehmen wollen noch im Oktober das Zulassungsverfahren beginnen, wenn erste Studien erfolgreich sind. Auch Großbritannien hatte sich bereits 30 Millionen Dosen gesichert. BioNTech und Pfizer arbeiten derzeit bei der Entwicklung eines möglichen Covid-19-Impfstoffs zusammen. Sie haben einen Impfstoffkandidaten entwickelt, der in frühen Studien zur Bildung von Antikörpern und T-Zellen bei den Probanden geführt hat.